Dort werden natürlich weniger Haltestellen erfolgen, denn hier bei der SEW ist es schon schwierig, den Zugang zur SEW zu finden. Hier wird man allerdings Wohngebiete erschließen, wieder weniger Industriegebiete. Und man kann mit dieser Trasse direkt zum Beispiel auf die Stadtbahnbrücke fahren. In einem letzten Arbeitsschritt wurde dann auch noch eine Südtrasse untersucht, die eine deutlich größere Länge hat. Hier ist wieder die Wohnerschließung in diesem Bereich vor allen Dingen besser, wobei die großen Gebiete in ganzen Zügen auch nicht direkt erschlossen werden. Aber man kann hier über den sogenannten Weltwaffekreisel sowohl in die Prinz-Wilhelm-Straße über die Verlängerung der Ernst-Wickler-Straße wie auf die Stadtbahnbrücke fahren. Auf der Ostseite der Bahn kommen nun drei Varianten, die ausgeht im Süden von der Ernst-Wickler-Straße. Da kann man durch die Prinz-Wilhelm-Straße zum Bahnhof fahren, also eine direkte Führung, hier mit Umsteigebeziehung. Man kann aber auch eine Lösung durch die Moltke-Straße finden. Und wenn man dann wieder zum Bahnhof will, da gibt es so einen Zickzack durch die Stadt. Das hat sich im Arbeitskreis also relativ schnell herausgestellt, dass man diese Variante nicht wählen will. Zurück. Und dann gibt es ab diesem Punkt hier etwa zwei Varianten, und zwar eine grundsätzlich über den Friedrichsplatz zum Schönbornplatz in Richtung Schönbornstraße oder über die Schillerstraße und dann vor allen Dingen über die Kaiserstraße wiederum zur Schönbornstraße. Und ab diesem Punkt gibt es wieder zwei Varianten, nämlich einmal über die Schönbornstraße und einmal über die Stürumstraße. Und das Nördliche gibt es keine Varianten mehr, da wird man immer der B3 folgen müssen und dann der Forsterstraße. Der große Unterschied dieser beiden Varianten in der Schönbornstraße und der Stürumstraße ist, wenn ich über die Stürumstraße fahre, muss ich einen Verkehr in einer Richtung wie auch heute über der Schönbornstraße belassen. Wenn ich über die Schönbornstraße fahre, dann kann ich diesen hochwertvollen Bereich zwischen Schloss und Amtsgericht und anderen Nebenbauten, der barocken Nebenbauten, zu einer mehr oder weniger Fußgängerzone umbauen und der Verkehr wird in beiden Richtungen über die Stürumstraße geführt. Das ist also die Variante jetzt bei der Überführung über die B35. Diese Variante wurde im Weiteren aber dann auch im Arbeitskreis relativ früh ausgeschlossen, weil die nur in die Moltke-Straße führen kann. Die nächste Variante über die Stadtbahnbrücke, übrigens ein Vorschlag, der aus Kreisen der Stadt Bruchsal vor allen Dingen kam, führt über die Viktoria-Anlage mit gewissen Problemen hier. Hier haben wir natürlich einen optimalen Umsteigbereich von oben nach unten. Geht von oben direkt runter auf die Gleise der Bahn und dann im Norden die Weiterführung ähnlich wie bei den vorherigen Varianten. Da braucht man nicht mehr viel zu sehen. Also hier gibt es wieder die Entscheidung Schlossstraße oder Friedrichsplatz und Schönbornstraße oder Stürmstraße. Im Grunde genommen muss man an der Stelle, wie Sie heute Abend schon mehrfach dargestellt bekommen haben, klarstellen, dass es sich hier um die Frage einer Linienführung und einer ersten Bewertung natürlich auch nochmal Problemstellung angesprochen. Die Schönbornstraße, das haben Sie vorhin gehört, die würde als Trassierung eine Chance oder Möglichkeit bieten, diese Verkehrsberuhigung im Schlossplatzbereich massiv weiter zu betreiben. Und ich sehe auch darin eigentlich ein enormes Entwicklungspotenzial dieser aus meiner Sicht städtebaulich heute unzureichend genutzten Vorzone in diesem Schlossbereich tatsächlich ihr zu dem zu verhelfen, was sie eigentlich verdient. Und ich gehe auch davon aus, dass man im Zuge einer solchen Infrastrukturmaßnahme da auch entsprechend Planungen durchführen muss mit Wettbewerbsverfahren, um eine optimale Lösung in diesem Bereich zu finden. Trotz der Schwierigkeiten, die es natürlich auch in dem Bereich bringt, um es gestalterisch verträglich zu machen. Ich denke, zusammenfassend, und ich denke auch, dass das eigentlich schon klar geworden ist, wir stehen vor einer sehr schwierigen Entscheidung im Hinblick auf die Einführung eines neuen Infrastruktursystems in eine relativ kleinteilige Stadtstruktur. Diese Frage wird Ihnen nicht abgenommen, sehr genau zu erwägen, wie Sie in diesem Falle vorgehen.
weil es ganz klar ist, ich sage das, vielleicht ist das auch provokativ, aber ich sage es trotzdem, wie ich zum ersten Mal diese Trasse abgegangen bin, hatte ich mir eigentlich wesentlich mehr Zeit vorgenommen, weil ich mir gedacht habe, 3 Haltestellen mit der Stadtbahn, das muss ja ein ganzes schönes Stück an Strecke sein. Ich war dann erstaunlich schnell durch den Innenstadtbereich durch und habe mir dann natürlich auch die Frage gestellt, und das ist diese Abwägungsfrage an der Stelle, die sich dann anschließt, ist das sinnvoll und welchen Effekt bringt es insbesondere? Und da möchte ich jetzt auch einen Hinweis darauf geben, Sie sollten genau überlegen, was ja als technische Möglichkeit im Raum steht, mit beiden Systemen durch die Innenstadt zu fahren, und sollten das nochmal genau abwägen, weil eben das doch gesehen ist an der kleinteiligen Stadtstruktur relativ große und schwergewichtige Entscheidung im Hinblick auf die Einführung dieses neuen Infrastruktursystems ist. So viel zu meiner Bewertung, die begleitend war zu der Diskussion innerhalb der Arbeitsgruppe zu dem Thema Führung, Trassenführung innerhalb der Innenstadt von Bruchsal. Dankeschön. Und man hat sich dann aber eben entschieden für folgende Trassenmöglichkeiten. Zum einen, wenn man von der Erzwickelstraße kommt, über die Prinz-Wilhelm-Straße, die Amalienstraße und dann in die Kaiserstraße oder diese jetzt favorisierte Variante über die Bahnhofsbrücke, über die Luisestraße, Schlossstraße, Kaiserstraße und durch die Schönbornstraße zu fahren. Bei der Ein- und Ausschleifung von der S31 bis 32 würde man entweder hier von den Bahngleisen kommen ausschleifen und könnte von der Forsterstraße wieder ausschleifen. Das war es eben von Herrn Köpik zum Schluss angesprochen. Diese Sache schleift man aus oder schleift man nicht aus. Also da gibt es diese Lösungsmöglichkeiten. Noch kurze Papiere, Sie könnten sich also vorstellen, jetzt hier in der Luisenstraße würde die Stadtbahn auf der Fahrbahn fahren. Die hier rechts dargestellten Parkplätze würden als Parallelstellplätze ausgeführt zum Beispiel, und diese Stellplätze könnten so bleiben, so auch hier die Stadtbahn fährt, da wo jetzt heute der Pkw fährt, auf der Straße. Es verändert sich im Umfeld relativ wenig, nur die Stellplätze werden zu Parallelstellplätzen. Hier Sie sehen also auch schon Planung in gewissem Detail untersucht, passen die Haltestellen rein, wo sind Verknüpfungen zu anderen Verkehrsarten möglich. Und hier nochmal als jetzt doch wichtigster Bereich, hier wird das Deutsche Bankgebäude, das bei einer zweigleisigen Führung und einer Südlage der Haltestelle am Schönbornplatz so nicht erhalten bleiben könnte. Und es ist also dieses Gebäude, was da betroffen wäre. Die Stadtbahn könnte dann in diesen Bereich hier geführt werden. Der Verkehr, der motorisierte Verkehr in diesem Bereich. Hier im Schönbornplatz würde die Stadtbahn also zum Beispiel auf dieser Fahrbahn und in diesem grünen Bereich verlaufen. Als Alternative hier untersucht, ohne Abriss des Deutschen Bahngebäudes, dann die Haltestelle jedoch in Nordlage mit den Nachteilen, dass man eben zur Stadtbahnhaltestelle die Fahrbahn queren müsste, und auch die betrieblichen Nachteilen, dass man hier einen eingleisigen kurzen Abschnitt hat. Vor dem Schloss schon angesprochen, die Möglichkeiten, hier einen Bereich, der eine durchgängige Pflasterung hat und nicht mehr von dem Fahrzeug wie heute durchfahren wird. Die Haltestellenlage ist auch hier möglich. Heute, da sind jetzt Vorschläge für hier, das ist aber noch nicht weiter durchgeplant. Sie könnten sich also hier vorstellen, nicht mehr diese Markierungen und diesen Individualverkehr, sondern zum Beispiel eine durchgängige Pflasterung, wo dann nur der Gleiskörper unauffällig erscheint. So auch hier, also keine diese Markierungen und Bordsteine mehr in dieser Weise über die ganze Länge. Also wir halten es für die Möglichkeit, dass diesen Bereich deutlich städtebaulich aufzuwerten durch die Stadtbahn in diesem Bereich. Es wurde auch noch untersucht, das jetzt zum Abschluss und ganz kurz, inwieweit der Einfluss auf den MIV ist. Es wurde eine Verkehrsumlegung gemacht und untersucht, wie verändert sich der Verkehr, wenn die Stadtbahn eben hier, das ist der Bereich der Schönbornstraße fährt, sondern über die Stühlebuchstraße. Also die Zweigleisigkeit geht sowohl über die Prinz-Wilhelm-Straße wie über die Stadtbahnbrücke. Sie kann dann durch die Luisenstraße und die Schlossstraße gehen.
Hier geht es auch durch die Haltestelle. Die Haltestelle ist grundsätzlich zweigleisig. Schönborgstraße kann auch gestalterisch zweigleisig ausgebaut werden, wenn es durchgehend gepflastert ist. Die Schienen stören eigentlich in ihrem Sinn nicht. Wobei vielleicht auch zu sagen ist, man hat immer daran gedacht, dass in der Schönborgstraße nach neueren Entwicklungen sogar ein Stück ohne Oberleitung gebaut wird, sodass die Oberleitung den barocken Bereich nicht stört. Gerade hier war das also wichtig. Hier gibt es dann teilweise eingleisige Strecken, aber im Stadtzentrum wird man im Wesentlichen Zweigleisigkeit haben und damit auch nicht das Problem, dass einer warten muss, weil der andere mal ein bisschen Verspätung hat, sondern sie können sich eigentlich praktisch überall begegnen. Eine Ausnahme, wenn man die Haltestelle am Schönbaumplatz auf die Nordseite legt, dann ist hier das, hat der Herr Ruckner vorhin erwähnt, beim Gebäude der Deutschen Bank, damit es nicht abgebrochen wird. Das Thema Ein- und Zweigleisigkeit, Sie haben es gehört, ist somit nicht letztendlich in dieser Planungsstufe festgelegt. Selbstverständlich verhehlen wir nicht, dass es natürlich einen Interessenskonflikt gibt. Betriebliche Belange sind selbstverständlich leichter in der Zweigleisigkeit und städtebauliche Eingriffe sind natürlich teilweise geringer bei einer Eingleisigkeit. Insofern ist das, was hier Ihnen vorgetragen wird, eine Abwägung unter diesem Konfliktpotenzial. Aber wenn es wirklich so weit kommen sollte, wären das natürlich die entscheidenden Details, die dann letztendlich hier Detailplanungen brauchen und viel Detailabwägungen. Insofern ist diese Frage, die hier gestellt wurde, eine sehr grundsätzliche Frage. Und Sie haben völlig recht, dass, wenn es weitergeht, das eine maßgebliche Entscheidung sein wird für eine Ruxaler Bewertung. Die Schlossdurchfahrung ist die Chance, die Schlossdurchfahrung mit der Stadt ist die Chance, die B3 aus dem Schlosshof erstmal rauszubringen. Bis jetzt fahren wir ja mit den Autos, mit den Lastwagen durch den Schlosshof, mit der Bundesstraße und wir sehen es genauso, wie Sie es gesagt haben, das ist eigentlich unerhört. Die Autos würden über die Stierumstraße fahren. Die Stierumstraße wäre eine gegenläufige Straße. Also die große Trassenverlegung würde so laufen, dass wir sagen, der Pkw-Verkehr wird gegenläufig über die Stierumstraße geführt und durch Schloss kann man eine Straßenbahn fahren. Das wäre für Ruxal als Ganzes, tut mir leid, wir denken tatsächlich vom Großen ins Kleine. Und da müssen Sie schon sehen, da bringt uns das einen Vorteil, wir würden im Schloss keine Autos mehr haben. Und keine Lastwagen, kein Dieselabgas und dieses ganze Thema. Ich bin Maschinenbauingenieur und dadurch habe ich doch mal auch rechnen gelernt bei diesem standardisierten Verfahren. Was mir bisher fehlt als Information, die ganzen Faktoren, die damit reinkommen, wo kommen die denn her? Werden diese Faktoren ermittelt? Sind es Versuche, sind es Umfragen, sind es Erfahrungswerte, Annahmen, Ähnliches? Also das ist mir bisher absolut, oder vielleicht auch Hoffnungen, das ist mir bis jetzt absolut nicht klar geworden. Denn da denke ich, wird es sich auf alle Fälle auch lohnen, wirklich mal mehr zu betrachten und es nicht von vornherein abzulehnen, dass wir da nicht die Situation haben, wie gerade in Stuttgart, dass man sagen kann, hey, dafür gibt es überhaupt keine Pläne. Wie sieht das Ganze wirklich aus, wenn man eben nicht durch die Innenstadt fährt, sondern am Bahnhof parallel fährt? Denn Bahngleise sind heutzutage ja auch keine unüberwindlichen Hindernisse mehr, so wie es mal die Indianer gesehen hat.